Ich bin Markus und Felix und wir wollten heute reden über das BEA. Also Markus, genau, das ist Felix, so rum. Wir wollten reden über das BEA, das besondere elektronische Arbeitspostfach. Die hatten so einen schönen Werbespruch, einfach digital, haben das kaputt ergänzt. Das sicher war nicht mehr so ganz passend. Genau. Also fangen wir an. Start the shit, shitty new start the shit. Das ist ein Originalzitat aus der Software. also falls ihr mal Software schreibt und lustige Namen einbaut, rechnet damit, auch Dritte können sie lesen. Was wir heute machen wollen, ist, wir wollen über das BEA reden, das Arbeitspostfach. Wir wollen darüber reden, was wir gemacht haben und was wir nicht gemacht haben. Und was wir an Informationen gesammelt haben und was wir halt geprüft haben und wie wir das reportet haben und dann Fragen und Antworten. Wir sind vom Chaos Darmstadt e.V. Das ist sozusagen unsere Kontaktadressen, Mail und Twitter, falls ihr uns erreichen wollt. Der Chaos Darmstadt ist eine Hochschulgruppe an der TU und an der HDA. Wir haben einen Hackspace in der W17, Wilhelminenstraße 17, neben dem Louis. Wir haben offenes Chaos, dienstags und freitags ab 19 Uhr. Und wir haben ein CTF-Team, Capture the Flag, mittwochs ab 19 Uhr. Also CTF-Team ist ein Team von Menschen, die sich mit IT-Security beschäftigen und an Wettbewerben teilnehmen, wo es letztendlich darum geht, Sicherheitslücken in Software zu finden. Das BEA. BEA steht für besonderes elektronisches Arbeitspostfach. Und ist dafür da, die Kommunikation zwischen Anwaltschaft und Gerichten abzubilden und auch zwischen Bürgern und Anwälten oder zwischen Anwälten. Ist also so eine Art E-Mail-Zugang für Anwälte, für Kanzleien. Jeder Anwalt in Deutschland ist seit dem 01.01. verpflichtet, ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach zu haben und darüber Nachrichten zu empfangen. Das heißt, es gibt so eine passive Nutzungspflicht, weil sie müssen also für den Empfang bereitstehen und eingehende Nachrichten empfangen. Und ich glaube, Nachrichten sollen dann sozusagen sicher sein und rechtsverbindlich. Das heißt, wenn da Dinge eintreffen, dann laufen die Fristen los, ähnlich wie das bei der Post ist, wenn man Dinge in den Briefkasten wirft. Ist also quasi ein DE-Mail für Anwälte. Was wir getan haben, ist, wir haben uns die Specs angeschaut, wir haben uns die Webseite angeschaut und wir haben uns die frei verfügbare Client-Software angeschaut, die sogenannte BEA Client Security. Die kann man unter der Webseite von der BRAC runterladen. BRAC ist die Bundesrechtsanwaltskammer, sozusagen der Betreiber des Dienstes. Was wir gefunden haben, ist, wir haben schlechte Specs gefunden, wir haben Probleme im Webserver gefunden und wir haben eine angreifbare Client-Software gefunden. Was wir nicht getan haben, wir haben nicht das BEA gehackt, wir haben uns auch nicht die Server angeschaut und wir haben auch nicht die Krypto geknackt. Wir haben uns auch die Krypto auch nicht angeschaut an der Stelle. Ja? Also von daher, wir haben kein vollständiges Code-Audit von Client- und Server-Komponenten gemacht. Das heißt, selbst wenn alle Probleme, die wir gefunden haben, behoben werden, ist das noch keine Garantie dafür, dass der Rest des Systems sicher sei oder sicher ist. Dafür bräuchte man einen Whitebox-Test und einen Security-Audit, was sich halt den gesamten Quellcode anguckt, wie die Software funktioniert und was da so eingebunden ist. Wir hatten ja nur sozusagen externen Zugriff, wir hatten keinen BEA-Account, wir hatten keine Zugangsdaten und wir hatten auch den Quellcode nicht vollständig vorliegen. Und vor allem haben wir das Ganze in unserer Freizeit gemacht und nicht so ausführlich, wie man ein Code-Audit machen würde, wenn man ein solches Projekt tatsächlich überprüfen will. Genau. Also wir haben uns das an ein paar Abenden mal angeguckt und zwar zusammengesetzt und geguckt, was kann man da so finden. Und wie das halt so ist, dann findet man halt was. Also ist die Frage, ist das BEA sicher? Also irgendwie hatte ich so ein paar Anwälte in meinem Umfeld, und die fingen irgendwie an zu jammern im Sommer.
sie müssten jetzt ein BIA kriegen und sich Karten bestellen und das sei so schlecht benutzbare Java-Software und die sieht so hässlich aus und irgendwann hat mich das Gejammer so genervt, dass ich gedacht habe, okay, kann man sich das mal anschauen. Das war dann im September, hatte ich dann vorsichtig mal angefragt und wenn man sich überlegt, wie prüft man sowas, dann guckt man ja erstmal, was ist das denn und was gibt's da so für Infos drüber. Wir haben also Frag die Brack gespielt und ich habe angefragt nach BDSG, das Datenschutzverzeichnis oder das Verfahrensverzeichnis und nach dem IFG. Nach dem IFG haben wir ein paar mehr Daten angefragt. Wir wollten wissen, was gibt es für Verträge, was gibt es für Pflichtenhefte, Mängel- und Fehlerlisten, Sicherheitsüberprüfungen, Audits. Was ist denn da so gemacht worden? Ja, also die Bundesrechtsanwaltskammer ist ja eine öffentliche Stelle quasi und die ist IFG-pflichtig. Das heißt, man kann als Bürger ohne Begründung sie nach Akten fragen und sie müssen die Akten rausgeben. Eigentlich eine ganz schöne Regelung, aber ja, wie das halt so ist, wenn man Dinge haben möchte, dann kriegt man ein paar Infos. Also zum einen, es gab kontinuierlich Tests im Rahmen der Softwareentwicklung und die BRAC hat vor der Abnahme der Software eigene Tests durchgeführt. Bei den Fehlerlisten und auch bei den Mängellisten handelt es sich um Geschäftsgeheimnisse und deren Offenlegung wurde vom Dienstleister Atos nicht zugestimmt. Atos hat auch eine externe Sicherheitsüberprüfung der Software gemacht durch die Firma SecConsult. Zudem gab es einen Pentest. Die Testberichte sind natürlich ebenfalls geheim und wurden uns nicht gegeben. Bisschen schade, das hätte uns vielleicht auch das Suchen von Lücken erspart, wenn wir schon die Liste bekommen hätten. Aber naja. Wir haben also angefangen zu lesen. Da gibt es eine Webseite egvp.de, steht für elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach. Da sind so verschiedene Spezifikationen drauf und Anleitungen und Bedienungsanleitungen und Anforderungen für Drittanwendungen. Auch Standards wie XSTs, Handbücher, Präsentationen, da gibt es ab und zu ganz schöne Grafiken oder Hinweise, wo man dann erahnen kann, wie das Ganze funktionieren soll. Wenn man sich diese Anforderungen angelesen hat, also es gibt sozusagen EGVP als Protokoll, über das Nachrichten verschickt werden, ähnlich wie sozusagen Mail. Das nutzt ein Protokoll, das nennt sich OSCI. Das kann man sich so vorstellen wie, sagen wir mal, SMTP. Da wird halt sozusagen die Nachricht beschrieben, wie so ein XML-Format auszusehen hat, wie Nachrichten verschickt werden können. Wenn man sich die Drittanwendung anschaut, was da so für andere Verantwortungen gestellt werden, dann ist da recht viel kleinzeitig geregelt. Also Security zum Teil. Also die Client-Software soll sicherstellen, dass es keinen Spam gibt. Die Client-Software soll sicherstellen, dass es kein DOS gibt und viele andere komische Geschichten. Zum Beispiel darf es nicht möglich sein, mit einem und demselben Bedienschritt mehrere Gerichte anzuschreiben. Das ist dann ihr Spam-Schutz. Ja, also ich kann jetzt nicht einfach alle 160.000 Anwälte anschreiben. Das soll halt nicht gehen mit einem Bedienschritt. Ist halt auch so ein bisschen, also ich weiß aus NRW, viele kleine Amtsgerichte hängen mit 2 Mbit am Internet, am Landesverwaltungsnetz. Und das heißt, wenn es keinen Spam-Schutz gibt, dann kann ich sie bis 100 Mbit recht gut lahmlegen. Und das kann man halt mal hochrechnen, wie das so ist mit größeren Gerichten oder mit größeren Leitungen, wenn man jetzt mehr als so eine Leitung hat. Ich glaube, es gibt in Darmstadt gibt es irgendwie auch Häuser die oder Wohnungen, da hat man 1 Gigabit zur Verfügung. Reicht also ein bisschen aus, um Gerichte lahmzulegen. Es gibt auch ein Rate-Limit. Die Drittanwendungen sollen halt nur alle 15 Minuten sozusagen Dienste ansprechen, damit es kein DOS gibt, weil diese Serverinfrastruktur ein bisschen anfällig ist. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem BEA-Konto. Da kann man wohl öfter Nachrichten verschicken, aber das ist immerhin noch in der Spec für EGVP. Also es gibt auch so Anforderungen wie Pop-up-Fenster, die werden benötigt.
das BIA läuft ja sowohl auf einer Client-Anwendung als auch sozusagen im Browser. Client-Software soll auf maximal 30 MB begrenzt, oder die Nachrichten sollen auf 30 MB begrenzt werden. Bei größeren Nachrichten kann ein Transport nicht garantiert werden. Das ist die Spezifikation für das Transportprotokoll von OSCI. Also gilt eigentlich für alle Dienste, die sozusagen darüber Nachrichten verschicken. Eigentlich auch fürs BA. Aber beim BA heißt es, BA kann 60 MB. Ich bin mir nicht ganz sicher, also entweder ist die Spec veraltet oder sie machen da jetzt Dinge, die ihnen früher oder später auf die Füße fallen. Aber laut Spezifikation kann es halt nicht sein. Eigentlich. Betriebssysteme. So. Ja, laut der Webseite unterstützt BA aktuelle Versionen von Windows, macOS und Linux. Dabei ist aktuell bei Ihnen definiert bei macOS als 10.11, bei Windows als Vista 7, 8 und 8.1 und bei Linux als OpenSUSE 13.2. Ja, so zur Aktualität. OpenSUSE, Januar 2017 kamen die letzten Security Patches. OS X 10.11, ja, noch kann man es verwenden, noch gibt es Sicherheitsupdates, aber ist auch nicht mehr das Neueste. Und naja, Windows wisst ihr wahrscheinlich alle, da fehlen so irgendwie die neueste Version. Ja. Es gab am 22.12. So eine Entscheidung aus Karlsruhe, dass eine Klage gegen das BA abgewiesen worden ist, weil das System ist ja sicher mit sogenannter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und auch die Bundesregierung hat mal geschrieben, das wäre ja sozusagen das BA verschlüsselt Nachrichten Ende-zu-Ende. Das ist sozusagen der offizielle Stand. Aber da gibt es sowas, das nennt sich Umschlüsselung. Was macht man denn, wenn man jetzt nicht alleine arbeitet in der Kanzlei? Oder wenn Mitarbeiter oder Partner auf Nachrichten zugreifen dürfen oder sollen? Oder was macht man, ne? Da macht man Weiterleitungsfunktionen. Die sogenannte Umschlüsselung. Umschlüsselung funktioniert so, dass der Absender verschlüsselt Nachrichten an ein Postfach mit einem Postfachschlüssel. Und dann gibt es da irgendwo in der Mitte so ein HSM, ein Hardware Security Module. Und das ist wohl ganz sicher und hoch Security und so. Und das entschlüsselt dann die Nachrichten mit dem Schlüssel von den Postfächern und verschlüsselt es dann wieder für alle Empfänger, die dann die Nachrichten bekommen sollen. Das heißt, man kann eintragen, okay, der Absender schickt es meinetwegen an Anwalt ABC und der Anwalt hat eingetragen, okay, die Nachrichten sollen aber auch sozusagen gehen an den Partner B und die Mitarbeiterin C, D und E. Und entsprechend wurde dann sozusagen die Nachricht in der Mitte entschlüsselt und für die anderen wieder verschlüsselt werden. Das ist dann ja, eine sehr interessante Form von End-zu-End-Verschlüsselung. Genau. Also wir haben da sozusagen hier nochmal die andere Grafik, das ist sozusagen Standard im OSCI, eine doppelte Verschlüsselung, wie man das auch sonst so kennt, AES und ESA. Mit AES wird halt die Nachricht verschlüsselt. Und dann wird der AES-Schlüssel mit dem Postfachschlüssel per ESA verschlüsselt. Dann schickt man also die Nachricht inklusive dem verschlüsselten AES-Key an die zentrale Verteilerstelle. Und die kann dann den AES-Schlüssel entschlüsseln, hat dann also das Chiffrat von der Nachricht und den Schlüssel dazu und packt das dann für den Empfänger wieder neu ein. Das heißt, man hat an zentraler Stelle dann sozusagen die AES-Nachricht verschlüsselt und den Key dazu. Aber man guckt da nicht rein und deswegen ist das Ende zu Ende. Das ist also tatsächlich halt kein Bug, sondern das ist ein Feature, wie man das gebaut hat. Und wenn man dieser zentralen Verteilerstelle vertraut, dann ist das ja auch alles toll. Aber man bräuchte halt eigentlich keine End-zu-End-Verschlüsselung, wenn man der Verteilerstelle bereits vertraut. Es ist eine interessante Vorstellung, dass es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen ich habe den Key und ich entschlüssel die Nachricht, weil auf dem Computer lässt sich sowieso nicht nachvollziehen, ob die Nachricht dann wirklich entschlüsselt wurde oder nicht.
Ja, also das ist sozusagen Dokumentation. Wir wissen auch nicht, wie das HSM aufgebaut ist, welches das ist, wie das eingestellt worden ist oder ob das nur irgendeine XP-Kiste ist mit einer Plombe dran. Also dazu kann man halt nicht sagen, wie sicher das ist. Das heißt, die Postfachschlüssel werden zentral gespeichert, die Nachrichtenkeys werden zentral entschlüsselt und dann werden sie neu verschlüsselt und das ist dann Ende zu Ende. Ja. Dann haben wir uns mal die Software, die da frei zur Verfügung war, ein bisschen angeguckt. Die Software war in Java geschrieben, dementsprechend relativ ähnlich für Windows, Linux und macOS. Die Linux-Version war ein bisschen einfacher anzugucken als der Rest, also haben wir uns primär die angeguckt. Ja, und was wir da so gefunden haben, erstmal der Client, wenn man den startet, dann fängt er an, als Daemon im Hintergrund zu arbeiten und lauscht dabei auf Port 9998. Wenn sich jetzt der Anwender bei BEA anmelden will, muss er zunächst seinen Browser öffnen und dort auf bea-prag.de gehen. Dort klickt er dann auf den Anmelden-Button. Daraufhin verbindet sich der Webbrowser per Websocket zu dem lokal laufenden Daemon und sagt ihm hier, Anmeldung soll geschehen, daraufhin öffnet dieser Client dann ein Fenster, worin der Nutzer sich anmelden kann. Ja, zudem, wenn man die Software, die erstmal letztendlich nur ein kleiner Downloader ist, der den Rest der Software runterlädt und Updates installiert, einmal ausführt, dann sieht man so ein bisschen, was der alles für Pakete installiert. Und die erste Reaktion ist, es ist sehr viel und es ist nicht klar, ob man alles davon braucht. Die zweite Reaktion kommt dann, wenn man so ein bisschen auf die Versionsnamen guckt. Der Auftrag für BEA kam von 2014. Trotzdem sind da Libraries drin, die schon veraltet waren, als der Auftrag überhaupt kam. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem, dass sie ihre Infrastruktur nicht geupdatet haben, seitdem sie mit der Entwicklung angefangen haben, sondern sie haben wahrscheinlich aus einem vorigen Projekt die ganzen Sachen importiert, ohne nach Updates zu suchen. Zudem gibt es dann so Sachen wie, dass ein Paket von ihnen bereits seit 2015 überhaupt nicht mehr weiter gepflegt wird. Das heißt, selbst wenn sie wollten, könnten sie dafür keine Updates installieren. Ja, also wie man halt sieht, Softwarepaket aus 2011 oder 2013, wenn man natürlich dann diese Softwarenamen genommen hat und mal in den Bugtracker geguckt hat, hat man da relativ viele Sicherheitslücken und Bugs gefunden. Deswegen sollte man halt keine veraltete Software einbinden, wenn man neue Software schreibt. Wenn man den Bugtracker noch gefunden hat. Teilweise war der gelöscht. Genau, wir hatten gleich mehrere Projekte gefunden, wo sozusagen selbst sozusagen der Bugtracker von Apache schon gelöscht worden ist, weil das Projekt so lange end of life war. Ja, dann gut. Updates kriegen viele nicht hin. Gucken uns nochmal an, wie der Client so intern funktioniert. Zunächst die Websockets. Da gibt es verschiedene Kommandos, die man dem Client, der da lokal läuft, senden kann. Das einfachste ist erstmal die Versionsabfrage. Da sendet man einfach als Command den String get version und als weiteren Payload einfach eine leere Menge hin. Dann bekommt man die Version zurück. Ist ja erstmal ganz okay. Alle anderen Anfragen benötigen leider eine Session-ID. Die bekommt man erst, wenn man sich auf prag-br angemeldet hat. Das wird dann ausgehandelt mit dem Server von der Prag. Das heißt, dazu bräuchte man einen gültigen Login, was wir nicht hatten, weil wir beide keine Anwälte sind. Ja. Aber man kann ja trotzdem mal gucken, was so drin ist. Es gab da nämlich interessante Session-IDs, die etwas anders aussahen als die anderen. Insbesondere konstant waren. Jedes Mal, wenn man sich neu angemeldet hat, sollte eigentlich diese ID neu sein. Das ist ja immer für eine Session. Diese ID waren immer gleich. Und dann haben wir uns mal angeguckt, was dahinter steckt. Und bei dem einen Kommando, identify yourself, was einfach noch etwas mehr Informationen über den Client zurückgegeben hat, war das Ganze einfach der String identify yourself in Base64 encoded. Und ein zweites Kommando, kill current instance, war you need to kill yourself
in Leadspeak und dann in Base64 encoded. Ja, also wenn man dann sozusagen, also wenn man eine Webseite aufgemacht hat und das JavaScript hat dann über diese DNS-Running-Attacke den lokalen Port mit dieser Nachricht beworfen, dann beendete sich die Anwendung. Ja, also das ist sozusagen Kill Instance, war der Befehl, dass sich das Programm beendet, wenn man eine Webseite aufgerufen hat. Da gab es auch keinerlei Checks, ob das jetzt von der richtigen Stelle kommt oder ob sozusagen der Befehl berechtigt war, sondern die Software nimmt einfach Befehle von außen an und führt sie aus. Ja, und dementsprechend kann dann natürlich jede Website diesen Befehl senden. Das kriegt der Anwender im Zweifelsfall auch überhaupt nicht mit. Machen wir weiter. Das heißt, ich kann jetzt einfach einen Anwalt auf eine Seite locken, die harmlos aussieht, keine Ahnung, irgendeine Newsseite. Die hat dann im Hintergrund irgendein JavaScript, das manchmal vielleicht zu zufälligen Zeiten, damit es nicht ganz so auffällig ist, sich lokal zum Daemon verbindet und sagt, ja, hör mal auf zu arbeiten. Und wenn man das oft genug macht, kann man einen Anwalt ziemlich gut an seiner Arbeit damit hindern. Insofern ist es letztendlich ein Denial-of-Service-Angriff. Ja. Ja, was gab es noch? Ja. Ja, zudem, da der Daemon lokal lauscht und sich der Browser dort per WebSocket hin verbindet, allerdings der Browser selbst schon per HTTPS zu ba-prag.de verbunden ist, muss auch die Verbindung zum Daemon, der lokal läuft, per TLS verschlüsselt sein und natürlich dann auch signiert sein. Dementsprechend braucht der Client, der lokal läuft, auch SSL und auch ein Zertifikat. Und dieses Zertifikat muss dann natürlich irgendwo in dieser Software sein, inklusive dem Private Key, um die Signaturen erstellen zu können. Die Lösung. Ja, sie hatten die Domain brlocalhost.de registriert, die einfach auf Localhost gezeigt hat, also 127.0.0.1, haben sich dafür offiziell von der Telekom ein SSL-Zertifikat gekauft, den Private Key dafür in einen Keystore im Client integriert und dann irgendwie versucht, das Passwort irgendwo in der Software zu verstecken. Was natürlich nicht so richtig gut funktioniert hat. Ja, ja. Also es war schon, sagen wir mal, verschlüsselt oder kodiert im Client. Es war, glaube ich, Base64 to Binary und dann irgendwie ein Substring oder so. Also Ihnen war schon klar, dass das eine schlechte Idee ist, aber scheinbar haben sie nicht gedacht, dass sich das irgendjemand länger als 10 Minuten anguckt. Also eigentlich weiß man ja, dass man ein SSL-Zertifikat inklusive Private Key für sich selbst behält und dass man den Private Key nicht weiterreicht. Man veröffentlicht auch ein Private Key nicht. Das ist sozusagen auch in den Richtlinien der Telekom gewesen, die das Ding ausgestellt hat. Und Softwareentwickler, die wissen, was sie tun, würden das nicht machen. Auch jemand, der eine Software prüft, dem sollte sowas auffallen. Und wenn man sich das länger als, sagen wir mal, 10 Minuten angeschaut hat, hätte man das auch gesehen, weil das ist ja quasi der einzige offene Port, der da lauscht auf Localhost. Und wenn man sich den anschaut, sieht man ja, dass das Pferd da ist. Also ich kann mir bis heute nicht erklären, wie sie das nicht gesehen haben oder wie sie das abgenickt haben. Webseite. Ja, dann gab es noch eine weitere interessante Sache auf der Webseite. Dabei vielen Dank an Alexander, der auch bei uns bei Chaos Darmstadt ist, der da eine Cross-Site-Scripting-Attacke gefunden hat. Genau. Auf der Webseite war ein Framework Delta Spike eingebunden. Das war doch der Webseite, oder? Das war, genau, Apache Delta Spike. Genau. Die hatten da so eine schöne Funktion in der Server-Software. Die hatten auch schon gedacht, wie ist denn das so mit Script-Injection und JavaScript? Und die Idee war wohl, okay, Cross-Site-Scripting ist schlecht. Also sagen wir, okay, 10 Zeichen Maximum.
stellt sich raus, 10 Zeichen reichen auch für XSS. Also kurz zur Erklärung. XSS bedeutet, dass ich quasi Code in die Webseite einbinde, damit da dann Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren sollen. Und sie dachten halt, keiner kann einen Code entwickeln, der so klein ist, dass er in 10 Zeichen passt. Genau. Also die Webseite hat auch nur einen Parameter. Und der macht halt, oder der kann halt XSS. Da gibt es eine CVE-Nummer für. Danke an die Apache Foundation dafür. Wenn man einen Pentest macht oder wenn man einen Security Audit macht, sollte das XSS halt auch auffallen. Wir haben ja vorhin gesehen, es gab da mehrere Tests, die man da gemacht hat. Auch das hat man offensichtlich übersehen oder einfach abgehakt. Eigentlich auch kein Fehler, der hätte passieren dürfen. Reporting. Wenn man sich überlegt, okay, ich habe jetzt was gefunden, wir hatten das Zertifikat, wir hatten das die Möglichkeit, Befehle an den Client zu schicken, wir hatten das XSS und wir hatten die Bundesrechtsanwaltskammer als Betreiber des Systems, dann überlegt man sich, okay, wie gebe ich jetzt denen die Info, dass da was geht? Einfach anrufen und sagen, hey, eure Software macht da was, wäre ja ein bisschen komisch. Von daher war erstmal die Frage, wen muss ich da eigentlich fragen, für was? Auftraggeber war die Bundesrechtsanwaltskammer. Die hat sozusagen gesagt, okay, baut meine Software und betreibt die mal. Aufsichtsbehörde über die BRAC ist das BMJV. Die fühlten sich aber auch für nichts zuständig. Den Client hergestellt hat die Firma Atos. Und die Firma Atos ist auch für den Betrieb des Dienstes zuständig. Für das IGVP-Protokoll und das System habe ich bis heute nicht herausgefunden, wer dafür zuständig ist. Es gibt eine Webseite igvp.de, die ist irgendwie bei dem OVG NRW angesiedelt, zum Gericht. Und wenn man da was machen möchte, muss man aber das Justizministerium in Baden-Württemberg anschreiben. Das ist, also Zuständigkeiten sind da irgendwie komplex. Und für den OSCE-Standard gibt es die COSIT in Bremen, Koordinierungsstelle für IT-Standards Bund und Länder. Die sagen, ihr Ding macht genau das, was es soll und wie es eingerichtet worden ist. Also kein Spam-Schutz und kein Schutz vor DOS ist also beabsichtigt. Dann war die Frage, wenn ich jetzt melde, muss ich mich selbst schützen, muss ich andere Leute schützen oder wenn ihr mal was gefunden habt, eine Software aufgemacht habt oder einen Dienst, prüft mal kurz, ob da was gelaufen ist, was nicht hätte sein dürfen, Software dekompiliert oder Hacking aussperren oder ihr habt das Urheberrecht verletzt oder andere Geschichten, dann wollt ihr vielleicht nicht unbedingt direkt eine Gruppe von Rechtsanwälten ansprechen oder andere Firmen oder Behörden, die eine Lücke haben. Generell kann es passieren, dass Firmen etwas panisch reagieren, wenn man da eine Sicherheitslücke ihnen zeigt. Und da ist es ganz gut, wenn man direkt mit jemandem spricht, der etwas Ahnung hat oder der da einen Buffer aufbauen kann zwischen der Person und einem selbst. Genau. Damit man nicht mit den Anwälten diskutieren muss, sondern eher mit den IT-Leuten der Firma diskutieren kann. Genau. Also mir wurde erzählt, dass jemand vor einem Jahr ungefähr auch schon mal auf ähnliche Probleme hingewiesen hat. Und dann wurde ihm gesagt, ja, also wenn du da was machst, dann haben wir da so ein Strafgesetzbuch und dann hat er aufgehört, Dinge denen zu sagen und Dinge zu melden. Von daher, wenn ihr Dinge melden wollt, es gibt da so eine Stelle, die nennt sich Zertbund beim BSI. Das ist sozusagen eine Behörde, die dafür da ist, Sicherheitslücken entgegenzunehmen und weiterzuleiten oder auch vor Gefahren zu warnen. Die können auch GPG und S/MIME und verschlüsselte E-Mails. Die kann man also sicher anschreiben. Die sind auch sehr freundlich. Das heißt, das ist sozusagen die Nummer-1-Adresse, falls ihr Dinge loswerden wollt. Die nehmen euch auch die Kommunikation mit eventuell anstrengenden Firmen oder Behörden ab. Ähnliches tut aber auch der CCC. Also auch der CCC bietet sich an als sicherer Proxy. Falls ihr jetzt nicht mit Namen oft auftreten wollt oder euch nicht sozusagen bekannt geben wollt. Der CCC hat ja auch in der Vergangenheit an Dingen mitgearbeitet, wie zum Beispiel
als jemand ihnen den Bundestrainer gegeben hat in einem braunen Umschlag oder der Hack zu PC-Wahl oder auch VDS-Gutachten, die man dem CCC zugesteckt hat. Falls jemand von euch den Bundestrojaner hat, den neuen, der CCC freut sich sicherlich auf E-Mails oder auf braune Umschläge und kann euch halt entsprechend auch schützen, weil wir halt nicht sagen, wer uns was gegeben hat. Man kann uns auch der Presse geben, da schreibt man aber nicht an Info@, sondern am besten irgendwie an einen Redakteur oder Journalisten, den ihr kennt. Die sind unterschiedlich technikaffin. Also es gibt sozusagen Fachabteilungen und es gibt so allgemeine Presse. CT, Heise, Golem, die sind eigentlich recht IT-affin. Zeit, Fahrt, Zeier, Echo, die vielleicht für die einfachen Sachen. Nicht alle bieten E-Mail-Verschlüsselung an. Ja, also nicht jeder Redakteur kann wirklich Krypto. Das ist vielleicht auch was die Presse lernen muss, dass wenn man denen Dinge schickt, dass sie vielleicht auch irgendwie sichere E-Mails haben sollten. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt was gefunden und wollt es rausgeben, überlegt euch mal, ob das wirklich sinnvoll ist oder hilfreich. Also bei kleinen Firmen oder bei kleinen Config-Fehlern kann man das vielleicht auch direkt melden. Wenn es größere Dinge sind und ihr Angst habt, dass da was passieren könnte, dann sucht euch eine passende Stelle. Im Zweifel ist der Chaos immer noch der beste Ansprechpartner dafür. Aber auch zu E-Mail-Verschlüsselung, auch das muss man richtig machen. Also wenn dann der Journalist E-Mail-Verschlüsselung anbietet, aber dann irgendwie sämtliche E-Mails bei irgendeinem Server zwischenspeichert, bereits entschlüsselt, der dann irgendwie eingeklagt werden kann, bringt das einem dann halt auch nichts mehr. Also ist ein wichtiges Feld, Quellenschutz, und kann viel schief gehen, gerade im Bereich IT. Genau. Was es halt gibt, es gibt diese CA Browser Forum Baseline Requirements, sind sozusagen die Anforderungen der Browserhersteller wie Firefox, Edge, Chromium und anderen, die sagen, okay, wenn ein SSL-Zertifikat bekannt wird, dann sollte das innerhalb von 24 Stunden gesperrt werden. Das ist das, was vor Weihnachten passiert ist. Wir haben nämlich am 20.12.2017 die Informationen gegeben an die BRAC, an das Zertbund, an T-Systems, Telesec und an Apache Delta Spike. Was dann passiert ist, das war am 21. hat Apache Delta Spike gepatcht. Das war sozusagen das Open-Source-Projekt. Die wissen ja, was sie tun. Ich habe den Bug-Report aufgemacht und ich glaube, 3-4 Stunden später war dann der Commit da. Das war schon relativ schnell. Am 22.12. hatte ich in der Presse gelesen, dass Karlsruhe da eine Klage abgewiesen hat. Wir wussten nicht, dass es da eine Klage gab oder dass sie sozusagen das dort eine Entscheidung geben sollte. Wir hätten gerne den Richtern in Karlsruhe vorher noch erklärt, was da passiert ist. Aber wie gesagt, das war halt reiner Zufall vom Timing her. Das Verfassungsgericht hat halt in dieser Urteilsbegründung gesagt, dass BA ja sicher ist und dass die Sicherheit ja zertifiziert wurde. Genau. Was dann passiert ist, ist, die Systems hat das Zert gesperrt. Gab einen Sonderbeschluss auf einer BRAC, die sagte, das Zertifikat ist abgelaufen. dann gab es ein Software-Update mit einer eigenen Root-CA und sie haben den Private Key der Root-CA wieder per Update verteilt. Also sozusagen die Idee war, okay, das Zert von der Telekom ist ja jetzt nicht mehr gültig und die Browser akzeptieren das auch nicht mehr. Also sollte jetzt jeder Anwalt ein eigenes Zertifikat importieren in den sicheren Zertifikatspeicher von Windows und von den Browsern, um dann zu sagen, wir vertrauen dieser Stelle, die dann Dinge unterschreiben kann für bealocalhost.de. Das Zertifikat hieß auch irgendwie bealocalhost.de in allen Dingen, aber es hatte halt einen CA-Fleck gesetzt. Das heißt, es war auch dafür da, andere Webseiten zu unterschreiben. Zum Beispiel hätte man damit ein Zertifikat anlegen können für gmail.com oder facebook.com oder google.com oder
Beliebige Banking-Webseite.com. Sparkasse, Volksbank, was auch immer. Und Angreifer hätten dann SSL-Verkehr von Kanzleien aufmachen und mitlesen können. Also TANs, PINs, Passwörter. Das war also echt ein Security-Update, was sie da gemacht haben. Ja, am 23.12. ist ihnen dann aufgefallen, was sie gemacht haben. Und dann wurde das UCA gelöscht. Die Pressemitteilung verschwand. Und die Anwender wurden aufgefordert, das UCA wieder zu deinstallieren. Das hat insbesondere viele Anwälte, die eigentlich schon längst im Weihnachtsurlaub waren und irgendwie als letzte Aktion noch schnell dieses UCA installiert haben, sehr erfreut. Ja, ich bin auch nicht ganz sicher, wie viele das wirklich installiert haben, weil die Anleitung dazu waren 22 Seiten lang. Also 22 Seiten PDF mit Bildern, wie man das so macht. Und aus der Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Wochen gesammelt habe, waren jetzt Kanzleien und Anwälte nicht so die IT-affinsten. Um das mal freundlich zu formulieren. Insbesondere war bei dieser Anleitung auch dabei, dass man doch bitte das Informationsfeld, das einem, ich glaube, Firefox anzeigt, wenn man versucht, eine CA zu installieren, dass man, ob man wirklich sicher sei, was man hier machen würde und dass sowas wie Banking-Webseiten oder Behörden nie von einem verlangen würden, dass man sowas machen würde, sollte man einfach ignorieren und wegklicken. Ja, genau. Also gut, dann war Weihnachten. Ne? Es war auch irgendwie schwer, jemanden zu erreichen und auf das Problem hinzuweisen. Aber irgendwie hat es dann geklappt, dass das gelöscht worden ist. Dann gab es am 27. noch so eine nette E-Mail oder Pressemitteilung von der BRAC, dass eine nicht zur Rechtsanwaltschaft zugelassene Person, das wäre dann ich, das Zertifikat kompromittiert hätte. Ich habe dann angerufen und gefragt, was das soll. Sie haben dann gesagt, sie haben erst das Wording von einem Berater übernommen. Also ich mache Ihnen da jetzt keinen persönlichen Vorwurf, aber das fand ich halt nicht so schön. Aber ich bin ja mit der BRAC jetzt im Gespräch. Die Bundesrechtsanwaltskammer, also sozusagen der Betreiber des Dienstes. Aber man kann ja mit den Leuten reden und die meinen das alles echt nicht böse. Aber das Wording, was sie da raushauen, ist halt ab und zu nicht so ideal. Das heißt, falls ihr auch mal sowas macht und ihr lest Pressemitteilungen, dann ist der beste Weg, am besten mal anzurufen und zu fragen, wie habt ihr das denn gemeint? Meistens meinen sie es nicht böse, aber die übernehmen halt Wordings von fremden Leuten. Status quo. Gerichte können aktuell keine Nachrichten an das BA schicken. Auch Bürger können das nicht. Wenn man das macht, gibt es eine Fehlermeldung. Der Grund, warum man da keine Nachrichten abschicken kann, ist, dass sozusagen der Verzeichnisdienst weg ist. Das heißt, man kann aktuell in dem Adressbuch nicht suchen, welche Adresse hat jemand. Das heißt, die Anwaltschaft kann das BA aktuell nicht nutzen. Die weichen aktuell aus auf so Dinge wie die E-Mail oder auf Post. Also Dinge ausdrucken und wegschicken. Es gibt aber auch sowas hier. Wir können Ihnen den Zugang wieder gewähren. Und zwar unter schulung.br-bug.de gibt es die Software noch, inklusive UCA. Und dafür müsste man auch das Zertifikat wieder installieren. Also, wer mutig ist, kann da ja mal gucken. Ich weiß auch nicht genau, ob das wirklich sinnvoll war, das zu tun, aber das ist ihr Workaround, den wir aktuell haben. Dann, wie geht's weiter? Also wir als CCCDA sind nicht zuständig und wir entwickeln auch keine Patches und wir haben jetzt auch keinen BA 2.0. Wir wurden aber eingeladen zum Gespräch, der sogenannte Beathlon. Sie hatten jetzt eine PR-Agentur beauftragt, sozusagen für sie Dinge zu tun. Ich glaube, dieser Beathlon war eine PR-Agentur-Idee. Da sollten einfach nur sozusagen Experten und Interessierte eingeladen werden, die sich dann mit der BRAC und ihrem Dienstleister über das Problem unterhalten. Das soll erst noch passieren, ich glaube, übernächste Woche.
Und das wäre sozusagen der Stand aktuell dazu. Wir können weitermachen noch mit Fragen und Antworten, wenn noch Dinge da sind. Also